Welcome bei Visit Nice Places. Heute geht's in den Nordschwarzwald. Ja, ich freue mich schon voll drauf, was da alles so kommt. Und ich freue mich auch. Willst du ja auch mal die Leute begrüßen? Hallo und welcome hier aus dem Studio. Na, geht doch. Also, seid gespannt, gleich geht's los. Jetzt noch mal ein paar Daten zum Schönbergturm. Ja, der ist für 580 Meter über dem Meeresspiegel, insgesamt 35 Meter hoch, wiegt 110 Tonnen, hat 348 Stufen und 1,1 Kilometer Stahlseile sind verbaut worden. Ja, Vorbereitung ist eben alles, dann weiß man Bescheid, ne? Schön, dass du wieder alle vom Turm heruntergekommen bist. Und jetzt sag uns mal, wie hat es dir denn gefallen? Ja, war schon nicht schlecht. Sehr viel Stahlseil verbaut, gute Aussicht. Mir hat es gefallen. Ein bisschen außer Puste war ich, aber nur weil ich so schnell gestartet bin. Klar, an der Kondition könnte es ja nicht liegen. Übrigens, dein Schönbergturm, der ist schön Buchturm. Weiter geht's nach Zabelstein. Ja, sag mal ein bisschen was zu Zabelstein. So sieht's hier übrigens aus. Die Burgruine Zabelstein thront auf einer Bergnase oberhalb des Teinachtals. Die Anlage aus dem Anfang des 13. Jahrhunderts hat sich gut erhalten und gehört trotz ihrer geringen Größe zu einer der schönsten Burgen der Region. Bis heute existieren zwei Gräben, der imposante Bergfried, die komplette Ringmauer sowie zahlreiche Gebäudereste und Teile der Zwingeranlage. Aufgrund ihrer verwinkelten Form und den zahlreichen Überresten lädt die Burg zum Verweilen und Entdecken ein. Mit etwas Glück ist der Bergfried geöffnet und kann durch euch erobert werden. Eine kleine Spende wird gerne entgegengenommen. Jetzt bin ich auf dem Parkplatz von der Wildline-Hängebrücke und dem Waldwipfelpfad angelangt. Ja, kannst du noch was dazu sagen oder nicht, egal. Und ich will ja heute Abend übernachten im Auto. Jetzt schaut mal, hier mein Basislager. Und hier die Natur. Oh Mann, da wo ich losgefahren bin, da war gar nichts und hier liegt volles Rohrschnee. Vorsichtig im Schnee. Oh, da geht's jetzt lang. Oh Gott. Na, ich sag's doch. Also, falls ihr jetzt glaubt, wir sind nicht mehr im Nordschwarzwald, sondern in Skandinavien. Nein, wir sind im Nordschwarzwald. Ja, der Baumwipfelpfad im Schwarzwald ist natürlich gesperrt, wie ich mir schon gedacht habe. Trotzdem will ich sagen, falls ihr mal aufhört und ihr vorbeikommt, ist immer gut. Baumwipfelpfad immer mitnehmen. Ich finde die klasse. Zur Info, der Baumwipfelpfad ist 1250 Meter lang und hat für die ganz Mutigen am Ende im Turm eine Stahlrutschbahn. So, der Waldwipfelpfad von unten
Ich wette mit euch, das ist das einzigste Video, wo so viel Waldwipfelfahrt von unten ist. Die anderen filmen ja alle von oben, aber das kann ja jeder. Jetzt geht's zum Märchenweg hier. Und da will ich hin. Es hat bestimmt offen. Eingang. Also drückt mir die Daumen. Naja, beim nächsten Mal. Aber so sieht's hier aus. Die Waldlein-Hängebrücke mit ihren 380 Metern Länge verspricht pures Adrenalin in 60 Metern Höhe. Mit Ausblicken hinunter ins Ennstal und nach Bad Wildbad. Der Sommerberg hat noch einiges mehr zu bieten. Man kann wandern, Mountainbike fahren oder im Winter Skifahren. Auch ein Abstecher nach Bad Wildbad lohnt sich auf jeden Fall. Auto schafft es jetzt nicht weiter hoch, also geht's zu Fuß weiter. Die Teufelsmühle mit Aussichtsturm ist der Hausberg von Loffenau. Er liegt 908 Meter über dem Meeresspiegel. In der Nähe des Aussichtsturms befindet sich eine Gaststätte. Für viele Wanderer ist die Teufelsmühle mit ihrer Aussicht über das Murgtal bis in die Rheinebene und zu den Vogesen ein Tagesziel. Der Aussichtsturm ist in der Zeit von November bis Februar geschlossen, ansonsten kostenfrei begehbar. Der Abstieg hat wesentlich länger gedauert wie geplant. Nun wird es Zeit, sich endlich einen Schlafplatz zu suchen. Oh, ist ganz schön kalt. Hier wird es schon wärmer. Ja, es ist ja sehr, sehr spartanisch eingerichtet. Aber es ist quasi das Basiscamp. Es ist nur dafür da, damit man draußen überleben kann. Aber ich bin gut ausgerüstet. Ich habe hier die, was ist das? Ja, die Yeti 1400. Und habe hier ein schönes weiches Bett. Und das wird schon gehen. So, die Yeti übrigens, die habe ich deswegen da oben. Heute Nacht, ich habe meinem Sohn die Wärmedecke geklaut. Und die mache ich mir unter den Schlafsack drunter und will das mal testen. Ich glaube, das ist ganz gut. Man muss nämlich dann nicht das ganze Auto aufheizen. Ja, es ist halt schon kalt dann das Auto, aber im Schlafsack und im Bett wird es dann richtig warm. Und das ist ja das Ziel, dass man gut schläft. Ach ja, scheint ja jetzt doch richtig gemütlich hier zu werden. Ja. War heute schon ganz schön viel, war ganz schön kaputt, aber ich finde, es hat sich gelohnt. Jetzt geht's ab in die Haie. Ich sage gute Nacht, bis morgen früh. Na, dann träum was Schönes. Guten Morgen, ich habe es überlebt. War 0 Grad, aber die Wärmedecke hat ihre Dienste getan. Kaffee kocht schon. Lecker Frühstück, besser wie nix. Ja. Und jetzt geht's gleich los, nachdem ich gefrühstückt habe. Na, wo ist denn dein Fahrrad? Immer ein Bike zurückgebracht. Eine nette Frau hat mir gesagt, das sind nur 1000 Meter, aber es wird steinig und kommen viele Stufen. Also kommen die Wanderfreunde jetzt auf ihren Geschmack. Ihre Kosten, nicht ihr Geschmack. Du wirst dich noch umschauen. Bis zum Fuß der Wasserfälle sind es 1000 Meter. Dann geht es aber erst richtig los. Die ganze Tour wird dich 4 Stunden kosten.
steilen Fälle voller kleiner und größerer Becken sind ein echtes Highlight. Holzbrücken führen über den Fluss, wo es nicht mehr weitergeht. Treppen und Befestigungen gleichen die steilen Steigungen aus. Nicht nur die Fälle an sich, auch die Felsen drumherum sind ein lohnenswertes Wanderziel. Es ist meist schattig und kühl, die perfekte Wanderung für heiße Sommertage. Aber auch im Winter kommt man hier auf seine Kosten. Ein Rundwanderweg beinhaltet noch einen tollen Aussichtspunkt am Wiedenfelsen. So, jetzt bin ich ganz oben angekommen bei den Wasserfällen. Mein lieber Scholli, es war schon steiler, wie ich gedacht habe. Aber wunderschön. Die Schwarzwaldhochstraße ist eine der ältesten und bekanntesten Ferienstraßen in Deutschland. Sie ist ein rund 60 Kilometer langer Teil der Bundesstraße 500 und führt an zahlreichen Sehenswürdigkeiten vorbei. Unter anderem unterhalb des höchsten Berges im Nordschwarzwald, der 1164 Meter hohen Hornisgrinde, erreicht die Straße den fast kreisrunden Mummelsee, der in der letzten Eiszeit entstanden ist. Alles in Ordnung mit der Kamera? Was steht jetzt als nächstes auf dem Zettel? Ja, ins Kloster Allerheiligen geht's jetzt. Die frühgotische Klosterruine Allerheiligen liegt am Rande des Nationalparkes Schwarzwald. Sie ist aus dem in der Region typischen roten Buntsandstein gebaut und liegt malerisch im Liebachtal oberhalb der berühmten Allerheiligen Wasserfälle. Im Jahr 1804 wurde die Kirche von einem Blitz getroffen und ist seither weitgehend zerstört. Teile des Langhauses und der Vorhalle sowie Reste der Sakristei und des Kreuzganges sind aber erhalten geblieben. Kloster war schön, oder? Gehst du jetzt noch zu den Wasserfällen? Ja, jetzt geht's noch zu den Wasserfällen. Also hinten raus kommen die noch. Bin mal gespannt, wie es da aussieht. Also ich denke mal, es lohnt sich. Die Schließung der Schlucht erfolgte 1840, wobei die Felsabstürze bei den sieben Fällen mit Leitern überwunden werden mussten. Dies war für Wanderer nicht nur abenteuerlich, sondern auch recht gefährlich. 1842 stellte die großherzogliche Hofkammer in Karlsruhe 100 Gulden zur Verfügung, um einen breiteren und sicheren Weg für die Allgemeinheit anzulegen. Treppen ersetzten die Leitern, gefährliche Stellen wurden mit Geländer gesichert. Wenn jetzt die Damenwelt denkt, ich hätte diesen freundlichen Wandersmann bezahlt, um mehr Klicks zu bekommen, dann liegt dir genau richtig. Sex sells. So Freunde, an dieser Stelle lassen die meisten ein Abo da. Über einen Daumen hoch freue ich mich natürlich mega. Und wer mich jetzt noch ganz aus dem Häuschen bringen will, der schreibt was Nettes in die Kommentare.
Ich freue mich drauf und sehe euch beim nächsten Mal. Ach, bevor ich es vergesse, wie lange hat es denn eigentlich gedauert? Ja, hat so circa 30 Minuten gedauert. Und hat sich's gelohnt? Ja, war schön. Und jetzt geht's wieder zurück. Dann wünsche ich dir mal eine gute Heimfahrt.